Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Baldur's Gate 2. Gut, wir haben ja noch einiges zu plündern. Geben erstmal eine Runde ab hier. Gut, plus Dreier Speer. Kann dann weg. Was mit dem Ring? Torheit des Narren. Ungeschicklichkeitsring. Okay. Soll ich dann vielleicht auch nicht anziehen? Den können wir nicht identifizieren. Okay. Aber ich glaube, einen können wir ja noch, ne? Ah, ne. Hast du noch Identifikationszauber? Jawohl. Froststab haben wir ja, glaube ich, schon bei dir, ne? So. Und Stab der magischen Geschosse. Ah, das Scepter war tatsächlich so ein One-Time-Use-Ding. Okay. Ah, nee. Ja, doch, nee, das ist weg. Alles klar. Ja, ich bin bereit. Los, spuck es aus. So. Edelstein, Edelstein. Ja gut, ich glaube, dann mache ich tatsächlich danach jetzt gleich mal noch eine Verkaufssession. Sagt mir, was zu tun ist. Ist schon geschehen. Oh, das ist relativ groß. Ah, da geht's weiter. Gibt's hier noch Gegner? Nö. Wäre ungut, ungut, weil uns ja nicht mehr so gut geht. Ah gut, und das führt dann einfach wieder raus. Gut, alles klar. Dann jetzt erstmal zur Taverne. Ich bin dabei. Heilen, Sachen verkaufen und das andere Haus noch plündern. Wäre jetzt mal so der Plan. Dann wird es hoffentlich nicht uns irgendwie zur Last gelegt, weil noch wir ja offiziell noch für die Mutteroberin arbeiten. Wenn es denn sein muss. Wagt es nicht, Anweisungen der Mutter Oberin in Frage zu stellen. Naja. Okay. Oh, das hat tatsächlich 16 Stunden jetzt gedauert. Aber gut, der war doch ziemlich platt. Okay, dann einmal raus zu den Händlern. Ich glaube nicht, dass sie noch irgendwas Neues haben. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Gute Idee, das mir zu übertragen. Du hast, glaube ich, erstmal am meisten Platz.
So. Ja, genau. Das Kurzschwert kann dann noch weg. Der Speer, der Zweihänder, das behalte ich mal noch. Hier gerade keinen Platz mehr. Auf geht's. Was hast du eigentlich an Charisma? Oh, 16. Die Frage, kriegst du dann auch bessere Preise? Ist was los? Kein Problem. Ich glaube, ich passe nicht mehr zu den Leuten in der Stadt. Ah, stimmt, du bist überladen. Hatte ich vergessen. So, dann gehen wir erstmal in die Nähe, dass wir das Zeug verkaufen können. Meine Laune ist schon schlecht genug, auch ohne euch. Ah, das war einer der Drow, ne? Also nochmal alles zurück. Zeit auf zu. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Wagt es nicht, Anweisungen der Mutter Oberin in Frage zu stellen. So. Na, guck mal. Aber ich glaube, bei dir könnte aber echt mal so ein tödlicher Nebel sich noch lohnen. Ich versuch's mal zu stehlen. Zumindest du hast jetzt hier die Klausachen, ne? Ja. Also hier lang? Um zu etwas zu bringen, muss man sich entweder mit den Büchern der Magie befassen oder in den richtigen Betten beliebt sein. Ah, jetzt kann ich hier nicht mehr stehlen, okay. So. Warum gehen wir nicht? Lassen wir das. Das da drüben einfach nieder. Dann weg, weg, weg. Weg, weg. Regel kann auch weg. Das behalte ich mal noch. Das ist gar nicht so viel, was wir loswerden können. Verstanden. Es nicht, Anweisungen der Mutter Oberin in Frage zu stellen. So, ja, ein bisschen was bringt das ja noch. Schön. Gut, dann kaufen wir das jetzt halt. Ganz offiziell. Ich glaube, ich passe nicht mehr zu den Leuten in der Stadt. Cool. Ja, ich glaube, ich brauche so eine Tränketasche. Ich werde die zwar eh nie nutzen, aber... eventuell brauche ich sie dann, will ich sie beim Endkampf dann mal einsetzen. Stellt was rein, ja. Das wäre halt auch, also ja, ich glaube, den lasse ich dann auch mal da.
Dann bleib dir mal in deinem Besitz. So. Ja. Ich hoffe, das bringt was. Dann sind wir jetzt Zeug losgeworden, haben wieder Geld. Wie viel eigentlich? Ja, 25.000. Wird ja so langsam wieder. Dann hier wäre das Haus. Bin ich mal gespannt, was da uns dann drin erwartet. So, der Schlüsselstein leuchtet kurz auf und verschwindet. Ihr nutzt die Bresche, die vorübergehend in den magischen Schutzwellen auftaucht und schlüpft hindurch. Gut, ihr seid direkt alle feindlich. Ja? Wie kann ich helfen? Dann versuche ich mal jetzt noch mit dem Buff. Sag mir, was zu tun ist. Ihr seid alle durch mit Buffs, gut. Dann gib ihm. Okay, ja, das geht. Au. Okay. Wir sollten dich vielleicht zuerst umlegen. Meinen Freunden werdet ihr nichts tun. Ja. Ich warte. Stirb. Gut, das war's mit dir. Ich helfe, wo immer ich kann. Also nee, genau, den erstmal umhauen bitte unten. Was kann ich tun? Okay, okay. Ja. Los, spuck es aus. Komm, ihr zwei. Bitte mal erledigen. Sagt mir, was zu tun ist. Mein Freund für die Gefallenen. Gut gemacht. Gut, dann heilst du einmal. Das ist aufregender als jeder Zirkus. Ich warte. Die Rache ist mein, was getan werden muss. So. Ihr habt es. Die Rache ist mein. Okay, also es geht. Stirb, Kreatur, und nähre die Erde. Für die Gefallenen, die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Ich fürchte, nun gehöre ich zu den Bedürftigen. Werde ich gebraucht? Ja, dann heil dich nur mal. Okay. Ja. Sehr schön. Oh, Mist. Ich fürchte, nun gehöre ich zu den Bedürftigen. Helft mir, lasst mich bitte helfen. Sagt mir, was zu tun ist. Für die Gefallenen. So. Spürt so die Hand der Gerechtigkeit. Ja, ich glaube, die ist mit der minus 9 mittlerweile echt nicht mehr zu treffen. Ja, das ist echt super. Ich gehe das nächste Mal einfach alleine vor. Meinen Freunden werden. Erwischt mein! Oh, bleib doch mal. Für die Gefallenen sein muss. Jetzt tot, ja. Die Rache ist mein. Ah, alles klar. So, ich glaube, da haben wir jetzt alle. Lohnt sich es überhaupt noch, diese Rüstungen aufzuheben? Kannst du die immer noch nicht identifizieren? Mehr kann ich nicht tragen. Tut mir leid. Ich habe etwas abgelegt.
Nur, es wird aber schon echt mehr als genug davon gefunden. Genau, es sind auch nur plus 3. Ja, nehmen wir die überhaupt noch mit? Ich weiß ja nicht. Nicht mehr kann ich nicht tragen. Tut mir leid. Ich habe etwas abgelegt. Nee, es geht immer noch nicht. Ach komm. Ich warte. Ich glaube, das ist echt nicht mehr wert. Ja, vor allem ist halt keine mehr, um die guten Sachen hier jetzt zu identifizieren. Also die neuen Sachen. Mist. Da müssen wir nochmal nein. Da wir jetzt gerade noch gebufft sind, ist hier noch irgendwas? Leut sei gepriesen. Wir verdanken ihr jeden Sieg. Wer sind diese Eindringlinge? Wie konnten sie an den Aufsehern vorbeikommen? Bah, es muss sich um Mörchelmörder handeln. Los, knüpfen wir sie uns vor. Oh, das sind tatsächlich noch ein paar. Du siehst mir nach Magie aus. Ihr habt es so gewollt. Okay. Du bist Magie. Dude. Die Augen. Oh, kratz ihnen die Augen. Ja, alles klar. Ein paar Edelsteine. Aber das sind jetzt, glaube ich, nur normale Wächter. Gut, tut trotzdem weh. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Mist. Ich fürchte, nun gehöre ich zu den. Ich bin zu allem bereit. Ich werde tun, was ich kann. Gut. Ja. Ja, das hier, der Prunkanisch Plus, wäre halt nochmal einigermaßen lohnenswert. Aber wie gesagt, ihr könnt jetzt gerade eh nichts mehr identifizieren. Ist schon geschehen. Ja, ich würde sagen, wir plündern das jetzt mal noch durch. Und nehmen halt mit was irgendwie Interesse ist und dann identifizieren, was wir halt wieder Identifikationszauber haben. So, da war nichts mehr drin. Geld. 45 per... Nett. Gut, dass ich die stapeln lassen. Und nochmal Geld. Cool. So. Ja? Du bist ja komplett überladen. Hm.
Stimmt, den habe ich ja noch nicht verkauft. Zeit auf, zu geht klar. Ich warte auf euren Befehl. Du bist auch überladen? Ja. Ich helfe, wo immer ich kann. So, dann mal abgeben. Sagt mir, was zu tun, ich bin dabei. Alles klar, dann wird es immer noch gerastet. Ja? Na, wisst ihr was, ihr könnt ja mal... Wenn noch Heilzauber da sind... Ich glaube nicht. Ihr zeigt mir wohin, ja. Und ich schlage zu. Die noch mal eine Weile nutzen. Ja, wenn es denn sein muss. Ja, stimmt, das mit dem Schlechter wäre auch noch mal eine Idee gewesen. Das wäre, glaube ich, ganz cool gegen die. Ihr könntet mich mal putzen. Ich mag's gerne etwas glänzender. Wäre, glaube ich, gegen die Magier gut gewesen, wenn ich halt einen Magier spielen würde. Gute Idee, das mir zu übertragen. So, ich müsste noch mal rasten. Von daher versammelt euch mal alle hier oben. Wagt es nicht, Anweisungen der Mutter Oberin in Frage zu stellen. Dankeschön, das Geld haben wir gleich wieder rein geholt, schätze ich mal. So, aber ja, wir haben ja doch ein bisschen was zu tun hier. Ja, weißt du was, wir wechseln mal die Leute ein bisschen durch, dass wir die Edelsteine so viel wie möglich rauskriegen. Haben wir dir schon Edelsteine verkauft? Ne. Sagt mir, was zu tun ist. Gut. Dann geben wir es wieder an dich ab. Okay, 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 okay. So. Rucksack, 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 Rucksack. Ah, schon wieder voll. Ah, du bist so weit überladen. Okay, dass du halt einfach nichts mehr. Wasserklinge plus 3. Würde dir sogar was bringen. Aber ist auch nicht so das Wahre. So, die Prunkharnisch. Aber wie gesagt, ihr habt ja schon alle einen, die anderen können nicht tragen. Also wird er auch verkauft. Der wird noch verkauft. Ja, dann machen wir das mal. Um es als Mann zu etwas zu bringen, muss man sich entweder mit den Büchern der Magie befassen oder in den richtigen Betten beliebt sein. Dann sind wir das jetzt erstmal los. Ja genau, das Kettenhemd noch raus. Achso, es sind mehrere, stimmt. Und dann jetzt die ganzen Edelsteine.
Ja, komm. Das klicke ich nicht von Hand durch. Trennt sich der eigene Weg vom Pfad der Königin und des Hauses, führt er direkt ins Grab. So, bitteschön. Danke. Ich warte. Ich hoffe, das bringt was. Gut, dann haben wir das jetzt auch durch. Geht's halt dem Dings an den Kragen. Trennt sich der eigene Weg vom Pfad der Königin und des Hauses, führt er direkt ins Grab. Ich grüße euch, Männchen, im Namen der Spinnenkönige und dem Ruhme Snathas der ersten Stadt. Möchtet ihr vielleicht einen Blick auf die Waren werfen, die ich anzubieten habe? Gewiss, was habt ihr anzubieten? Ich habe da noch einen starken Gnoll, der gefangen genommen wurde, als er eine Gruppe seiner Gefährten in die Oberwelt führte. Wurde gefoltert und dann an mich verkauft, ist aber gesund, kostet 500 Goldmünzen. Lass mich sehen. Ich habe noch einen von den sich gerne regenerierenden Trollen übrig. Eine Patrouille finge nicht unweit entfernt der Stadt. Ein dummes Tier, aber stark. 750 Goldmünzen für dieses Exemplar, wenn ihr ihn wollt. Ich habe einen Geistertroll. Aber ich weiß nicht viel über ihn. Ein Krieger verkaufte ihn mir vor 2 Monaten. Ist schwierig zu füttern, aber gewiss sehr mächtig. 1000 Goldmünzen? Ah ja, und ich habe noch einen von den Erdkolossen übrig. Die Schwestern lieben die. Sind schwer zu töten, soweit ich weiß. Ich verlange 1500 Goldmünzen für den da. Das ist im Moment alles. Ich glaube, da brauche ich erstmal nichts. Dann. Da geht es ja, glaube ich, nicht rein. Hier oben war ich, glaube ich, tatsächlich noch gar nicht, ne? So wie das aussieht. Zumindest sind hier keine Türen oder irgendwas Wichtiges. Oder zumindest nichts Markiertes. Und da Spinnen. Ja. Priesterin, Sklaven. Sklavenhändler. Mit Hilfe des Schicksals und der Macht werden wir die Vorherrschaft erlangen. Ich grüße euch, Männchen. Was wollt ihr von dem Meister über die Pferche der Sklaven? Es gibt Sklaven, ein Skandal. Wie werden diese Sklaven gekauft? Sie werden an vornehme Häuser oder ans Hofen verkauft. Ihr seid ein Günstling von Patron Adolenz, ja? Vom Haus des Pana. Seid ihr hier, um diese Sklaven zu kaufen? Ja, bin ich. Wie viel kosten sie? Nun, das hängt davon an, für was das Haus des Pana sie braucht. Wenn sie außerhalb der Stadt arbeiten sollen, wollt ihr vielleicht, dass sie bewaffnet sind, aber das kostet extra. Aber wenn sie nur als Diener gebraucht werden oder als Opfergaben im Tempel der Spinnenkönige dienen sollen, braucht ihr sie überhaupt nicht auszustatten. Weil es Menschen sind, werde ich euch einen guten Preis machen, Männchen. Ausgestattet und bewaffnet könnt ihr sie für 2000 Goldmünzen haben. So sind sie für, sagen wir mal, die Hälfte davon. Achso, so wie sie sind, sagen wir für die Hälfte davon. Ja, komm, lass uns die einfach mal alle kaufen und ausgestattet und bewaffnet. Hervorragend, ihr tut mir einen Gefallen, indem ihr diese dreckigen Menschen nehmt. Ich muss ihnen Ausstattung holen, aber als erstes werde ich sie aus ihren Käfigen lassen. Während ich weg bin, wollt ihr ihnen vielleicht Verhaltensmaßregeln geben? Ich werde sie mit Waffen ausstatten und schicken, wohin ihr wollt. Lol sei mit euch, Männchen.
Können wir die jetzt... Ah, der Anführer? Ich bin so müde. Wir gehören jetzt also euch. Ich verstehe. Was sollen wir für euch tun, Drow? Ich habe die Absicht, euch freizulassen. Frei? Was meint ihr mit frei? Warum sollt ihr das tun? Wie sollen wir uns aus diesem Ort befreien? Ich kann es nicht erklären. Aber ihr werdet bald ausgerüstet. Geht zu den Toren und sagt dort, dass ihr mir einen Dienst erweist. Geht in die Oberwelt. Könnt ihr das? Frei. Ich kann versuchen, meine Freunde an die Oberwelt zu führen. Mit Waffen und Ausrüstung wird es möglich sein. Danke, wie auch immer ihr seid. Oh ja. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Gut. Sagt mir, was zu tun ist. Haben wir doch noch zum Ende der Folge eine gute Tat vollbracht. Alles klar, dann begeben wir uns, glaube ich, auch mal nach draußen. Und ja, werden dann jetzt mal diese Höhlen dann noch erforschen, die noch über waren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.